Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Grimrock. Wir haben hier auch gleich vor der Nase eine Krexe, die es zu Krexen gilt. Und wir hören einen Haufen Biester im Hintergrund. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal etwas funktionabel wird. Daher bringt uns mal nicht gerade um. So. Pam. Nein, warte. Der Ding steht im Weg. Na? Diese Biester sind echt windig, ey. So. Erstmal draufhauen. So, schön. Haben wir uns ersparen können. Hier mit dem Zauberei. Mana ist doch ein bisschen wertvoller. Also. Mal reingucken. Ich war übrigens auf Level 1 noch nicht. Da gab es ein kleines Ding. Muss ich nochmal nachgucken. By the way, thanks, Schwester. So. Pam, pam, pam. Ah, Moment, das ist der falsche Zauber. Nee. War das hier? Nee. Gut, dann halt eben. Guter alter Nahkampf. Komm schon her. Schnucke. Klappt. Muss ich erstmal wieder reinkommen in der ganzen Story. Vor allem, das wird jetzt noch nachher lustig. Wir müssen unser Grab noch besiegen. Das gilt auch noch zu meistern. Okay, erstmal schauen, ist hier irgendetwas? Schaut schlecht aus. Daher kurz luren. Passt euch. Ich höre immer noch Krexen. Krexe. Komm zu Papa. Alles wird gut. Glaub's mir. Hier will niemand dir einen Speer in den Hals stecken. Dich an ein Feuerchen nehmen und braten. Alles ist in Ordnung. Es hat keiner Hunger und die Minotauren sabbern in deinen Anblick, nur weil sie von deiner schönen Antlitz begeistert sind. Von deinem schönen Antlitz. Nichts weiter sonst. Ich höre ganz weit weg. Ach da. Sehr gut. Willst du mich verarschen? Jetzt mal ehrlich. Okay. Das war überraschend. Immer schön tanzen, Freundchen. You know the drill. Irgendwie braucht hier unser Spirit ziemlich lange, um seinen Schlag wieder herzustellen. Sehr schön. Und hier... ein Schlüssel, sehr schön. Und ein weiteres Wurfmesser für mich. Sehr wunderbar. So liebe ich das. Aber war das wirklich alles? Ich habe jetzt irgendwie so im Kopf ein Diddling Secret found. Oh, das Geräusch macht mir Herzkrampfversagen, ey. Also ja, nicht versagen, aber du weißt, was ich meine. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Haben wir nicht nur einen? Mal kurz luren. Nein. Schaut schlecht aus. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite und gucken, was hier drin ist. Ich möchte unser Grab jetzt noch ein bisschen hin erstrecken. Okay, ich sehe was. Verdammt. Aber ich glaube, ich erinnere mich an das Rätsel. Moment, das ging, weil das Umdrehen zu lange dauert. Ja, ich liebe dieses Spiel. Das sind so immer wieder so kleine Tricks, die ich liebe an so etwas, wenn man die Game-Mechanik wirklich ausnutzt. Wunderschön zu sehen. Wird leider viel zu oft nicht getan. Okay, das heißt, wir haben hier erstmal was zum Schmeißen. Nicht die wertvollen Steine, nein. Ich glaube, wir haben weiter oben sowieso ein paar Steine verlegt. Beziehungsweise die müssen wir nachher wieder einsammeln. Gewada. Und ich... Moment, was habe ich... Gewada hat sich ja beschwert über die Art und Weise, wie ich ihn skille. Bin ich jetzt ein bisschen beleidigt, muss ich euch sagen. Aber mei, gut. Der gute Mann will... Eis. Eis. Also kriegt er Eis. Beziehungsweise Air. Moment, Moment. Ich glaube, ich skill dich... Ich muss nachher nochmal nachgucken zwischen den Part.
was genau ihr wollt. Ihr wollt ja auf jeden Fall nicht das, was ich mache. Air wollt ihr, glaube ich, nicht haben. Eis, glaube ich, war das. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke jetzt nachher mal nach. Aber Eis, Alter, guckt euch das mal an. Die Spells sind so weit auseinander. Und ich da jetzt nicht weiter zu skillen, ist schwierig. Und gut, dass du nicht auf Earth-Magie stehst, aber... Pff, guck dir das mal an. Kannst du doch nicht machen. Okay. Bleibst auf jeden Fall bei Feuer. Feuer tut gut. Brennt zwar ein bisschen, aber ansonsten ganz in Ordnung. Glaub's mir. Na, komm schon. Komm schon, Kraxel. Zack, zack, zack. So, mal schön draufhauen. Stechen von der Seite. So, wirklich viel Schaden ist das nicht, mein Freundchen. Aber es ist Schaden. Schon mal besser als nichts. Zerfix. Mein Messer. Zerfix. Na, komm schon. Schnucke. Das wird nichts. Glaub's mir. Eine Axt. Sehr gut. Gibt's hier sonst noch was? Ein Kräutchen für mich. Ein Kräuterchen für mich und keine... Ich keine Schalter, keine Schalter, da haben keine Schalter, verdammt. Okay, aber erstmal gucken. Wir haben ja unseren lieben Minotauren auf Axt und Maces spezialisiert. Das heißt also, die Axt kommt ihm gerade nur recht. Das heißt, Speed 11, Attack Power 10. Ist schneller, Accuracy kein Mani darauf. Okay, dann tauschen wir mal rein aus der Tatsache heraus, was öfter trifft, macht mehr Schaden im Schnitt. Und dich hier nehme ich ja so mit. Alter Kevada, halt doch ein bisschen mehr aus. Und hier sind Pilze, hier, Tumlu. Du magst Pilze, gell? Ah, herrlich. Okay, hier scheint nichts zu sein. Es ist, wir haben uns die Beine für einen Pilz gebrochen. Elegant. Wunderbar. Aber gut, wir haben ja diesen schönen Kristall. Game saved and everything is healed. Wunderbar. In welches Schloss haben wir eigentlich den Schlüssel noch nicht reingesteckt? Hier, gut, passt. Sehr gut, dann wollen wir auch mal. Kein Schalter. Okay, wollen wir mal weiter. Ich habe so einen Scheiß Angst vor diesem... vor diesem ganzen Haufen von Soldaten. Poison Bolt. Nee, Poison, da wir haben keinen in Erdmagie. Wobei, wäre praktisch jetzt, aber... Nee. Apropos, by the way, Bolt. Wenn... Mal kurz gucken. Hier war das. Du kriegst natürlich die ganzen Schriftrollen. Poison Bolt. Das heißt also, das hier rechts oben könnte vielleicht... Ja? Hier war das bisschen das Spell. Okay. Feuer und der da. Okay, war das ein Skill enough to cast that spell? Okay, erstmal gucken, wann kommt eigentlich der nächste Feuerspell? Mit 7. 3 Punkten. Heavy. Schwervingel. Ah, ein Schalter. Schlechte Entscheidung. Feuer. Komm schon. Memola. Komm schon her. Wir haben nur Gutes für dich. Hier, Feuer zum Beispiel, macht jetzt nicht besonders viel mehr Schaden. Okay, sehr gut. Das Viech ist down. Kommt schon das nächste. Na, komm schon. Vorher mache ich mal kurz fertig. Sehr wunderbar. Wunderbärchen. Ich bin eigentlich den Großteil der Zeit auf unten das Viereck am Starren als auf eigentlichen Kampf. Komm schon. Komm schon. Boah, 22 Critical. Kevada, du lachst auf Höchstform, hä? Tumlu und Kevada leveled up. Wunderbar. Wunderbar. Tumlu, erstmal dich angucken, weil ich von deinem Tree am besten Bescheid weiß, wie es läuft. Okay, erst einmal. Assassin. 4 Strength. 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 Stärke, einfach mal. Dodge. Daggers. Dodge. 5. Missile Weapons, Throwing Weapons, Unarmed Combat. Die letzten drei wird es bei dir, glaube ich, nicht geben. Das heißt also, erst einmal gucken, was können wir bei dir am effektivsten machen? Wir könnten dich jetzt natürlich auf Energy plus 5 machen. Oder, was mir eigentlich mehr zu sagst, Strength,
plus 1. Da könnte man zwar investieren und ich glaube, das tun wir auch. So. Tumlu ist ein bisschen stärker geworden. Sehr schön, sehr schön. Und Dodge. Dodge ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Evade, Resist Fire plus Resist Shock plus 5. Jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wie das jetzt im... Dodge oder Daggers? Dodge oder Daggers, beides ist wirklich wichtig. Ich mach mal, sagen wir mal, Dodge. Weil da können wir nämlich, wir können dann nämlich beim nächsten Levelaufstieg, hier müssen wir 3 investieren, um auf die Energy plus 5 zu kommen. Und hier müssen wir dann 2 investieren, das reicht nicht, verdammt. Und wenn wir hier 2 investieren, dann können wir hier, brauchen wir im nächsten Aufstieg dann 1 und dann hier 3. Das heißt also, wir haben 4. Das heißt, das ist eine gute Idee. Das heißt also, hier 2 investieren. Sehr schön. Und Kiwada, das machen wir bei dir im nächsten Part, weil ich, wie gesagt, noch deinen Wunsch in Betracht ziehen möchte. Daher sparen wir mal kurz das auf. Bereite schon mal deinen Zauberstab her. Schön mit Macht und Gabe des Feuers. Ich habe ja mal selbst versucht, um das Thema mal zu wechseln, so ein Spiel zu basteln. Und wenn wir ganz genau sind, hat ein Freund von mir, Larodos, das eigentlich schon gemacht. Sehr netter Prototyp, by the way. Man kann das Skript, mit dem man das, mit dem man solche Spiele erstellt, bei ihm downloaden. Ich mache jetzt schamlose Schleichwerbung für ihn. So, Feuer! Wie gesagt, sehr interessant und es geht sogar von der Schwierigkeit. Das Schwierigste hier dabei anzustellen, ist ein Gameset zu erstellen, also so ein Ruleset, was tatsächlich den Spielregeln sehr gut passt. Und ich habe auch einen Levelaufstieg bekommen, sehr schön. Bei mir weiß ich ja auch, was los ist. Das heißt also, Spellcraft brauchen wir jetzt nicht groß was weitermachen. Staff Defense, Evasion plus 5, nee. Ihr brauchen Air Magie, weil ich brauche einen Spell, weil ich brauche jetzt auch mal einen Kampfspell. Eismagie. Eigentlich wollte ich ja, dass Kevada die andere Schule der Magie macht und ich die eine. Und Erde wollte man komplett auslassen. Und hier, das schmeißen wir mal kurz weg. By the way, da können wir mal kurz was ausprobieren. So, und zwar, glaube ich, war das so. Nee. Erstmal gucken. Genau. Discovered Spell Light. Sehr gut. Wir haben den Lichtzauber entdeckt und das geht auch umgekehrt. Darkness. Pure Darkness. Aber ich werde die Fackel noch nicht ganz aufgeben. Weil ihr seht, das braucht ziemlich was an Mana. Gerade in unserem aktuellen Status ist das ziemlich gefährlich. Daher lasse ich das Ganze erstmal noch. Übrigens, man kann keinen Namen dafür machen. Es wurde ja vorgeschlagen, dass dieses Höschen Senfglas heißt. Und jeder kann sich jetzt einen Wurstwitz überlegen. So, was, auf solche Ideen kommst nur du, Spirit. Ah, herrlich. Okay, ja. Eismagie. Ich glaube, da werde ich hier jetzt einfach auskillen, beziehungsweise wenn ich wirklich Eis nicht machen muss. Aber Kevada, das Problem ist, du bist schon so weit in den anderen. Du hast schon 4 Air und 4 Feuer. Schau mal, aber ich... Das ist ein komplettes Level nur verschwendet, wenn du jetzt dich umskillen möchtest. Gut, es ist noch am Anfang, da tut's noch nicht weh. Zumindest, es tut weniger weh. Aber es tut weh. Na gut, du kannst wenigstens den Spell Shock. Das heißt also, Kampfmagier bist du so oder so schon. Aber du hast nicht das Mana dafür. Beziehungsweise, du hast zwar das meiste Mana in der Gruppe, aber... Bin ich mit mir nur am Streiten, was ich mit dir mache. Aber ich glaube, ich beuge mich deinen Willen jetzt einfach mal und gebe dir mal die 3 Eispunkte. Und... Ja, worauf gebe ich dir den letzten Punkt? Er will's ja nicht machen.
Aber du kriegst den Resistance Shock plus 1 noch dazu. Das brauchst du noch. Wenn man schon was hat, dann ausarbeiten. So. Dann. Eismagie. Verdammt. Jetzt habe ich was im Hals stecken. Verzeihung. Da er jetzt die Schule, der andere Schule macht, dann könnte ich ja mal Earth probieren. Earth sollte ich eigentlich so gar nicht machen. Wobei, Resistant Poison plus 10, ja, okay, ich mach die Erdschule. Okay, ich mach Erdschule. Das heißt also, hier kommen mal die 3 Punkte ein, damit ich den Spell kriege. Das müsste die Giftwolke sein, soweit ich mich entsinne. Gut, 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 gut. Das heißt also, ich gehe jetzt mal kurz ein paar Spells fisseln. Wir kennen ja bereits schon ein paar Zauber. Poison Cloud, okay. Das heißt also die hier. Das heißt, wir haben den Zauber schon entdeckt. Dann Fireburst kennen wir auch schon. Poison Bolt, den wird es so schnell nicht geben. Ja, ist not skillful enough. Okay, und jetzt brauchen wir noch den Blitzzauber. Genau, das war der. Und den kann ich ja auch wirken. Sehr gut. Das heißt, wir haben 2 Kampfmagier, also ziemlich gute ausgebildete Kampfmagier, hinten dran, die wirklich Damage dealen können. Und ja, dann dürfte das jetzt eigentlich auch soweit geklärt sein. Sind noch irgendwelche Zauber unentdeckt? Poison Cloud? Fireburst? Ja, der Eisbell, der wird dann als nächstes kommen. Mhm. Und bei dir? Ja, Eismagie, den kennen wir noch nicht. Eis. Was ist Eis? Ich würde mal sagen, hier. Nee. Also, ich weiß, dass dieses Symbol Eis darstellen soll. Daher stelle ich mir vor, Eis, Boden und... Projektil? Nee. Okay, das probieren wir später aus. Ich werde jetzt einfach mal irgendwann mal mir Zeit nehmen und da mal herumfisseln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir schauen uns das hier mal gemütlich an. Ich höre ja immer mehr von diesen. Wie sieht's eigentlich mit Essen aus? Oh, jo, unser Minotaurier hat Hunger. Wobei, wir sollten den eigentlich hungrig lassen. Spirit, dich lass mal hungern, dann bist du wütender. Kriegst nichts zu fressen. Musst Wut an den anderen auslassen. Sehr gut. Aber gut, was hinter diesem Türchen ist und was bei diesem Knöpfchen passiert, sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ich hoffe, Kevada, meld dich. Ist das jetzt in Ordnung für dich? Machen wir jetzt eine andere Schule. Müssen wir alles komplett umstellen für dich. Na gut. Dann, fertig Gott, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dort.